So, guck mal. Das ist Arcage. Wer das noch nicht gesehen hat, Grabwächter bei YouTube und Twitch. Wir sind zurück bei Arcage eine Runde. Der Chat hat gesagt, Möb. Und wir sind damit wieder zurück ein bisschen. Und zwar ein Stündchen spielen wir Arcage. Wir hätten auch The Hunter spielen können. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das zu voten. Aber wir spielen eine Runde Arcage. Und wir haben ein bisschen was erreicht. Was wir erreicht haben, zeige ich euch gleich. Und wir könnten theoretisch auch jetzt live das einbauen mit dem Awuselschiff. Das ist natürlich ganz cool. Da müssen wir zwar 30 Gold für opfern, aber ich glaube, meine Frau ist reich. Achso, hallo übrigens an Sayo. Schön, dass du mitmachst. Hallo. Wer Sayo nicht kennt, das ist der Grund, warum ich nach Hessen ziehe. So. Wie viel Gold brauchen wir nochmal? Genug. 30 und 20 nochmal fürs Aufwerten? Ja, das mit dem Aufwerten muss nicht sein. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir noch das Schiff weiter aufwerten müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob es nicht andere Komponenten gibt. Ich bin völlig überfragt, was das Schiff angeht. Dann aber erstmal nur. Die theoretischen 30, da können wir ja 50-50 machen zur Not. Also, wohin? Ja, das ist eine gute Frage. Achso, warte. Ori, warst du schon auf der... Oder hallo, nochmal an den Chat. Unser Plan heute ist Seefahren. Denn wir wollen in die Arkadische See und zwar nach... Freienich. Das ist irgend so eine Gegend, die haben wir durch irgend so ein Quest gekriegt und wir sollen da unbedingt hin. Und das ist mitten auf dem Meer. Und ich dachte, na gut, man kann zwar ein Schiff, was man ja bekommt, weil man Trauben pflücken, wichtig, weil man Dinge tut. Ich sagte dann gerne, wohin, Ori. Weil man ja Dinge tut, kriegt man dann irgend so ein 30-Tage-Probeschiff. Aber ihr kennt mich. Ich bin kein 30-Tage-Probeschiff-Mann. Ich bin ein Mann, der sein eigenes Schiff braucht. Und jetzt bin ich auch mein eigener Captain. Und das ist gut. Captain. Ich möchte diesen Baum nicht fällen. Ich möchte nur die Trauben pflücken. So, und das ist nämlich sehr heldenhaft. Geh weg, ist das alles? Geh weg! Shh! Mach dich ab! Ich hab nichts viel mehr als du. Naja, gut. Ihr wisst schon. Wie heißt das nochmal? Gilden? Oder Wappen? Wappen, ne? Wappen. Wappen Geistesblitz. Du hast Glück? Es gibt keine Maha. Schade. Aber ich kann euch das trotzdem. Ich kann euch das Schiff trotzdem gleich zeigen. Ich dachte, wir können jetzt in der Folge auch das Wappen auf das Schiff kleben. Fände ich sehr cool. Können wir aber leider nicht. Gibt's noch was ich sonst noch machen kann? Bevor wir jetzt auf die große Jagd und Fahrt gehen. Ich glaube nicht. Geld haben wir gekriegt? Ja. Ja. Wir haben ein Feature freigeschaltet. Dann lege ich nochmal mein Geld zurück. Ja. Wir haben ein Feature freigeschaltet. Was hat dir richtig Glück gegeben, ne? Ja, ich habe über 200. Schön für dich. Wir haben ein Feature freigeschaltet. Beim letzten Mal konnte man das noch nicht machen, da war man vom Level her nicht hoch genug. Jetzt geht es aber. Und zwar kann man... was lege ich denn mal rein? 45. Entschuldigung. Sexy Ustra habe ich jetzt in die Bank gelegt. Und wir haben ein Feature freigeschaltet, dass wir... Genau, ich bin ein Captain und kein Matrose, du sagst es. Wir haben ein Feature freigeschaltet, dass wir... Jetzt habe ich es. Ich habe es auch gleich. Ah ja, lass uns doch den Mobilisierungsbefehl, lass uns den doch annehmen. Dann sind wir gleich richtig, oder? Ja, den habe ich jetzt schon weggeklickt. Ach, ey. Einmal mit Profis, ja. Also ich denke, wir treffen uns in... Capsules, oder? In Capsules, in Austera. Genau. Und von da aus fahren wir dann mit dem Boot Richtung dieser Insel, wo wir hin müssen, wo es nur einen Händler gibt und unser Questgeber oder so, keine Ahnung, das ist mitten am Meer, das sind Geisterpiratenschiffe und all so Quatsch. Ja, und wir haben Handelsrouten, haben wir jetzt für uns erschlossen. Das heißt, wir können, das hört sich merkwürdig an, man spielt ein Rollenspiel oder man spielt ein MMO, man denkt so, ja, ich gehe irgendwo in den Wald und töte 30.000 Eber und dann bin ich Level 60 und dann töte ich jemanden in Goldhain oder so und dann geht das Spiel erst richtig los. Nein, hier nicht. Hallo Ori an der Stelle. Wir machen hier auch andere Dinge. Wir kämpfen nicht nur gegen Wildschweine, sondern wir machen auch Handel. Und man kann hier zum Beispiel an diesen Handelshäfen die Gegenstände abgeben. Das hört sich alles wie ein Tutorial an. Und man kann sich dann hier mit seinem tollen Ackerwagen, ich zeig den einmal,
Mein Ackerwagen hat übrigens den besten Namen. Und weh. Das ist ein fucking. Was ist das? Stachelhörnchen? Das ist cool. Blattstampfkeiler. Und das ist hier mein eigener Transporter. Den ist, der ist noch nicht ganz meiner. Der ist noch 30 Tage gemietet. Aber er heißt Transpeter. Ich mag meinen Transpeter sehr. Und da kann ich dann meine Handelswaren draufpacken und kann dann von A nach B fahren. Und wir machen immer Trucker-Witze während der Zeit. Und erzählen uns Trucker-Geschichten auch. Und fahren dann von A nach B und machen Geld. Was ihr gerade gesehen habt, was ich eingesammelt habe. So, aber genug von Dingen, die euch nicht interessieren. Interessant sind die Dinge, die dann danach kommen. Die Dinge, die nach der Mauer kommen, die sind interessant, nämlich. Und, weißt du, ihr müsst mal aus der Mauer rausdenken. Und was interessant ist, ist dieses hier. Das ist mein eigenes Schiff. Das hat noch keinen Namen. Unsere Katzen haben auch noch keinen Namen. Ja, aber wir haben jetzt Lasagne und Notration. Wenn du einmal bitte Notration rausholen würdest, dann können wir mal einfach zeigen. Das ist Lasagne, den haben wir letzte Mal benannt. Und Sayo hat, weil wir keinen Platz hatten für den anderen Namen, Notration rausgeholt. Und jetzt haben wir Lasagne und Notration als Esel dabei. Unsere Kampfkatzen haben noch keinen Namen und unser Schiff hat auch noch keinen Namen. Aber es hat Harpunengeschosse und es hat auch tragbare Harpunen. Und wir haben neue Gleiter gebaut, die sehr viel Spaß machen, wo man mit dann fliegen kann und all so ein Quatsch. Der Eingang ist hinten. Genau. Ich glaube nicht, dass das Reittier drauf passt. Ja, und man kann hier verschiedene Sachen machen als... Ihr könnt nicht nur auf dem Boot rumsitzen, ihr könnt vorne eine Harpune bedienen, ihr könnt unter Wasser Atemgeräte nutzen, ihr könnt ein tragbares Harpunengerät nutzen und ihr könnt mir helfen, meine Geschwindigkeit zu regulieren, indem man das Segel wegpackt oder auch nicht. Genau, das Unterwasser-Atemgerät. Ich finde diese Harpune sehr geil, die ist aber doppelt so groß wie man selbst. Danke dir. Und ich gucke mal, wo wir hin müssen. Nicht an die Insel der Buße, sondern wir müssen ein ganzes Stück sogar. Also macht euch auf eine wunderbare Fahrt gefasst, während wir hier über das Meer scheppern. Ich finde auch diese Detailtiefe so toll, dass hier der Mast immer von links nach rechts schwembelt. Dieses Symbol wird bald Awusel sein, wo jetzt im Moment das Einhorn zu sehen ist. Da wird Awusel zu sehen sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und das funktioniert auch. Ich habe das schon getestet. Das Einhorn passt so schön zu deinen Sternzeichen. Stimmt, ich bin in-game vom Sternzeichen Einhorn. Warum? Frag mich nicht. Ja, erzähl uns doch mal was, Sayo. Ich laber jetzt so viel. Wie ist denn dein Eindruck vom Game jetzt insgesamt bis hierhin? Und jetzt bin ich schon wieder überfragt. Also, das Game ist ja an sich so cool, weil man so viele Möglichkeiten hat. Nur diese eine Sache war so enttäuschend. Ja, die eine Sache war enttäuschend. Ich glaube, wir haben sie einfach nicht fertig gebracht. Ja. Wir waren einfach nur doof. Das passiert. Das ist einfach ein Boot. Das war einfach ein Ruderboot. Ich hoffe, es war kein Beiboot von irgendeinem großen Schiff. Und ja, wenn man auf dem Meer ist, ist man auch Futter für andere Spieler und Piraten. Und es könnte auch sein, dass wir einfach irgendwo... Ja, wir sind gerade im Kriegsgebiet. Abgeschossen werden. Egal. Das ist den Tutorial-Kram jetzt weglassen. Wir wissen doch, wie es funktioniert. Ich will nicht sterben. Chat, wir brauchen hier für dieses Schiff einen Namen. Einen würdigen Namen für unser Schiff. Für unser Schiff. Dieses wird natürlich auf dem Segel kein Einhorn tragen, sondern dann das Kamm. Awusel. Natürlich, was denn sonst? Und das braucht einen Namen, das Schiff. Wie nennen wir dieses? Einfach mal Namen in den Chat schreiben, wir gucken mal was. Die Nussschale. Hey! Das ist ein tolles Schiff, ich bin Captain dieses Schiffes. Mist, nicht geschafft zu muten. Macht doch nichts, alles gut. Mia Aurora. Guck dir das an. Wie wir geschmeidig und galant über das Meer hinweg. Ich finde das auch, das ist halt so eine Sache. Ave Maria ist auch schön. Mit Awusel drauf, vor allen Dingen. Awusels Nussschale.
Was habt ihr mit der Nussschale? Das ist voll das schöne Boot. Ich meine, wir können gleich mal. Wir sehen bestimmt gleich auch mal ein richtiges Schiff. Aber. Lieber nicht. Nur Ne. wenn es freundlich ist. Wir sehen gleich wahrscheinlich wieder Geisterschiffe. Wir kommen gleich aus den Gewässern raus. Und da sind schon Gegner rechts. Schöne Level 50 Meerasseln. Ah, wunderbar. Ah, Scheiße! Oh, die haben uns alle am Sack. F1! Oh mein Gott, ist es Boarding? Ist es auf. Gut weggeschlagen! Gut gemacht! Oh mein Gott! Das Schiff erinnert an Waterworld, ich weiß. Aber das hatte, glaube ich, keinen Namen, das Schiff, oder? Sollen wir hier kurz zwischenlanden, während uns die Meerasseln essen oder so? Nee, aber ich glaube, die lassen uns jetzt in Ruhe. G gut runtergeboxt übrigens. Ich kriege übrigens während des Fahrens des Schiffes kaum bis gar keinen Schaden. Also macht euch um mich keine Sorgen. Das ist ein Geisterschiff, guckt euch das an. Habt ihr gesehen? War nur kurz im Bild. Da fliegen auch wirklich Geister drum rum. Wir können an das nicht näher rangehen, weil dann müsste ich umdrehen und das ist. Nee. Ihr wisst schon. Wir können da vorne das Farmhaus kaputt schlagen. Von irgendeinem Spieler. Sollen wir ein. Sollen wir das entern? Das Geisterschiff kann man leider nicht entern. Das sind Level 50er Quests. Dafür haben wir auch nicht das Schiff. Aber. Ich überlege echt, das Farmhaus zu zerrennen. Das wäre eine miese Nummer, oder? Das wäre schon cool. Wir drehen mal langsam bei. Okay, ich sag einfach Bescheid, sobald ich einholen soll. Wir fahren mal langsam um die Insel rum. Vielleicht sehen wir doch nochmal das Geisterschiff. Oh Gott. Und es ist ein absolutes Driften. Ich finde die Steuerung sehr schwierig per Boot. Aber ich gewöhne mich daran. Ich bin doch ein junger Captain. Ich bin jung noch, vor allen Dingen. Vor allen Dingen jung. Ich bin jung. Ich bin noch gar, ich bin noch, ich bin noch keine. Ich werde nicht 28. Guck dich das an. Wir können das Farmhaus einfach zerrempeln. Aber ich bin. Ach nee, es muss unberührt bleiben. Man darf das nicht angreifen. Ich glaube, man darf das nicht einreißen. Ich meine, wir sind jetzt schon mal Unberührbar. hier, wir können es versuchen. Naja, da steht ja der Buff unfähig, dieses Ziel anzugreifen. Ja. Oh je. Mein Boot, nicht wegnehmen. Nein, du musst nichts verkaufen. Nein, du kannst das Haus nicht angreifen. Nein, es ist immun. Wenn es immun gegen meinen Schaden ist, ist es immun gegen jeden Schaden. Das sage ich dir jetzt schon. Aber dadurch hat es mir Schaden gemacht. In meinem Herzen, dass ich es nicht zerstören kann. Gut, weiterfahren, Freunde. Ich werde mit meinem Gleiter auf meinem Boot fahren. Auf meinem Boot springen. So sieht das nämlich aus. Puff. Der ist nämlich auch cool und neu. Yes. Perfekt gelandet. Ja, du kannst dich in dem Spiel völlig frei entfalten. Du musst ja kein Geld machen oder du musst ja keine Handelsrouten fahren. Aber du kannst einfach machen, was du willst. Ich glaube, Uri hält sich da fest an der Leiter, ja. Ich fahre mal langsam, bis er. Du gehst noch drauf, du Verrückter! Komm aufs Schiff! Man kann auch hier unter Wasser, wir haben ja so Atemgeräte dabei. Das Meer ist hier ziemlich tief, aber man kann hier auch Wracks zum Beispiel untersuchen. Und es gibt eine ganze Menge, was man auch auf den Meeren tun kann. Also es Ja, wir gibt könnten auch nichts, was einfach man. damit mal runter ins Wasser springen. Am Arsch. Ja, wir können auch das Schiff runter ins Wasser ziehen, das stimmt. Jawohl. Mit der Harpune. Aber bitte, das Okay. niemand will das. Lass mal nach Schätzen tauchen.
Wir haben nur zwei Atmungsgeräte. Aber wir können ruhig mal runter. Geht ihr beide doch runter. Ja, so bewasst das Schiff. Du machst den Ausguck oder was? Ich schreie, wenn ich was sehe. Hol mal die Segel bitte ein. Hi. Ah, wir gucken uns hier mal um. Warum nicht? Ori ist schon weg? Jo. Wir werden bestimmt von irgendwas gefressen. Da unten ist ein Schiffswrack. Da müssen wir hin. Da sind die Schätze. Ich will nicht mobilisiert werden. Dankeschön trotzdem. Wenn da irgendein Monster ist, du musst die töten. Und auch überleben. Sagte er zu der Heilerin, die am niedrigsten gelevelt ist. Nicht du. Ich meine Ori. Ach so. Ich bin der Captain, ich darf nicht sterben. Das müsst ihr machen. Okay, Schiffswrack. Und jetzt? Das mit dem Mobilisieren ist ab Level 30. Dann wirst du immer zur Hauptstadt gerufen von den Helden. Das muss man aber nicht annehmen. Dann, das ist sozusagen ein freier Teleport nach Hause. Tja, hier ist entweder war hier schon mal einer. Zumindest ist hier im Moment nichts. Du siehst, wo wir ungefähr sind, Hase? Ja, ihr seid ziemlich genau unter mir. Na, nicht mehr ganz. Wir fahren Richtung... Oder wir fahren. Wir schwimmen Richtung... mehr Richtung Seemitte, falls du uns da begleiten willst mit dem Boot. Nee, ich kann es nicht benutzen. Oh, da sind auch... Oben sind wieder Asseln. Da habe ich natürlich Angst vor. Ah, jetzt könnte ich es wieder benutzen. Ja. Halt dich küstennah, also einfach geradeaus fahren, genau. Die Frage ist, was ist hier noch? Ich hoffe, das Atemgerät ist lange genug aufgeladen. 13 Minuten noch, okay, alles klar. Alles gut. Nicht, dass wir hier hart drauf gehen. Aus Gründen. Okay, du machst nur Mana regenerieren. Okay, ich dachte schon, du bist angegriffen, ey. Du bist und über uns? Entschuldigung, dass es für dich gerade mehr oder weniger langweilig ist. Ich habe nur Angst, dass ich angegriffen werde. Alles Tantalos ist auch geil. Thanatos, Entschuldigung. Der, weiß nicht, Gottes. Griechische Gottes. Der was nochmal? Ist der griechisch Thanatos? Ja, ne? Frag mich nicht. Bis jetzt ist hier noch nicht viele mehr. Ich tauche mal wieder auf aus Gründen. Was ist denn da vorne? Ach, das ist der Schatten des Schiffs oben. Das ist ja mega gut gemacht. Das Todes. Ja, das Todes dachte ich auch. Thanatos finde ich gar nicht so schlecht. Besser als Nussschale. Okay. Also das Meer scheint sehr leer und friedlich zu sein. Ein Glück für uns. Weil gleich kommen wir in die raue See. Das hier ist ja alles. Das hier ist ja nur die Enge zwischen den beiden Kontinenten. Gleich wird's richtig übel. Ich komme mal wieder nach oben. Sammle ich mal bitte auf. Ich möchte gerne nach oben schwimmen. Tja, da ist leider nichts los. Zumindest hier noch nicht. Aber ich mag auch, wie klar das Wasser hier ist. Hier gibt es nämlich keine Industrialisierung und so ein Quatsch. Das wäre noch schön. Da wirfst du nur Leichen ins Wasser. Das geht schon. So, danke dir.
erstmal dieses schwere Gerät wieder abwerfen. Oh, Captain auf der Brücke? Genau. Was? Was? Ich möchte gerne meine Segel wieder haben, wenn es geht. Okay. Dankeschön. Ich weiß nicht, was wir auf dieser Insel erwarten. Was uns auf dieser Insel erwartet, also... Ich weiß nicht mal, welche Quest auf der Insel du meinst. Die Quest heißt... Das hast du auch gekriegt. Wir haben doch diese Karte bekommen. Im stillen Wald. Ja. Und zusammengebaut. Ja, und die Quest ist das. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, was wir da wollen. Dankeschön für die Flöte. Danke für den Counter, Nori. So. Also ich hab aber vorne und hinten Harpunen, ne? Oder ist die hintere nur Deko? Nein, die kann man auch abschließen. Okay. Pff. Bye bye, Ruderboot! Uri hat ein Ruderboot beschworen. Du kannst. Ah ne, hattest du dein Schiff schon weggeschmissen, Nase? Ja. Ah, schade, jetzt hätten wir mit 3 oder 4 Schiffen fahren können im Kader. Das wäre auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall beeindruckender aus, wenn jeder sein eigenes Schiff hat. Nur wenn es dann wirklich zum Kampf kommt. Dann eher nicht. Wir hätten uns unsere Rationen besser einteilen sollen, Ori. Du isst jetzt alles auf einmal auf. Das ist nicht okay. Du wirst auf hoher See verhungern. Außerdem wird jetzt kommt erst die richtige See. Also macht euch bereit. Wir waren auch noch hier noch nicht. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich meine, bis jetzt haben wir eine Menge Leere und Nothing, aber das muss ja nicht so sein. Du kannst dich ja nach Lust und Laune an PvP-Schlachten beteiligen. Nein. Oh Gott, Geisterschiff. Ich will mich verstecken. Da, seht ihr das? Überall Geister auf dem Schiff. Auf dem Geisterschiff. Feuer! Wir haben nichts zu feuern! Wir haben keine Kanonen. Das Ding ist Level 50 mit zu viel Leben. 275.000 Leben, zu viel Leben. Mein Schiff hat gerade mal knackige 10.000 Leben. Keine Option an der Stelle, aber coole Geisterschiffe gibt's hier. Die werden wir auch irgendwann mal angehen. Und wir haben ja wirklich, okay, ich gebe es zu, wir haben ja wirklich eine Nussschale entgegen dem, was hier sonst so rumläuft. Aber ja, wir haben auch das Schiff aus Waterworld, also pff. Ich glaube, weniger interessant als das Leben ist, dass wir hier keine Waffen haben, mit der wir dieses Schiff angreifen können. Ja, ich weiß auch nicht. Auf dem Übungs- oder Probeschiff hatte man eine Kanone wenigstens eine. Aber ja, ich kann die hier... muss ich hier aber kaufen. Ja, aber wo stelle ich die hin? Hier, denke ich mal. Weißt du? Ja, aber da stand ja einer, aber ich habe da keinen Slot. Komisch. Na? Aber vielleicht muss ich das, auf dem Schiff sind keine Duelle erlaubt. Das ist natürlich blöd. Hätte ich denn wenigstens für meine Unterhaltung kämpfen können. Sterben, ich meine. Ich will das hätte ich locker gewonnen. Easy. Na, siehste. Oh Gott, der greift mich an. Der greift uns an. Der greift uns an. Der greift uns an. Oder auch nicht. So weit entfernt. Quallententakel abschießen. Nein, es greift uns an. Es hat Schaden an meinem Schiff gemacht. Qualle? 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 Nein, nicht gegen die Qualle kämpfen! Du darfst sie nicht aggro machen! Warum ist die Qualle so groß? Gott, what? Der Quest schickt uns auf diese Insel mit Level 30? Das ist hier kein Level 30 Gebiet.
Ein versunkenes Frachtschiff aus dem Meeresgrund aufsteigt? Moment. Ich meine, wenn wir sterben, ist es halt so. Nein, das Boot zerfällt nicht. Also nicht unseres. Wisst ihr, also... Ah, Gott. Vielleicht finden wir auch den Leviathan hier irgendwo. Nein, nein. Geht nicht unter Wasser. Ich hatte gerade... kennt ihr das? Wenn ihr... so richtig dieses bedrückende, beklemmende Gefühl hatte. Das andere Meer war nett und lieb und nett. Und das war, da war kein Problem. Aber hier, da sind unten so Riffe und Klippen und alles sieht so scheiße aus. Und ich hab nicht das Gefühl, dass wir da... Da war gar nichts. Da war einfach nur... Da war einfach nur... Meine Spinnensinne haben gesagt, no. Das war alles. Sollen wir hier auf dich warten, Ori? Wir warten hier gerne auf dich. Hier sieht es gerade ungefährlich aus. Los, Spätrupp! Aber guck mal, du musst doch den Leuten was zeigen, also auf! Nein! Du hast deinen Wasseratmer vergessen. Ich weiß, da ist ein Frack! Jetzt muss ich doch gehen, scheiße! Viel Glück! Danke! Wo ist mein Lunchpaket? Komm in die. Du, da ist nichts? Bist du schon beim Frack? Ah ne, ach, das ist das kein Frack, das ist der Schatten von unserem Schiff. Aber es hieß doch, es knarzt und knackt unter dem Frack. Ja, aber vielleicht ist es noch weiter weg. Und da sind überall so Luftblasen unter Wasser da hinten. Oder sowas. Ich komme erstmal wieder hoch. Ihr seid beide wieder am Schiff? Ja. Ja, da sind wir weggeschwommen. Da war aber auch nichts. Ich hatte ja geguckt. Da, also so richtig war da nichts. Außer halt... Nee. Mann. Licht anmachen. Ja, das ist das, was ich wollte. Krabbel da hoch. Yay, Krieg! Endlich! Leinenlos! Ich wollte schon immer mal im Krieg sein. Ich wünschte, wir hätten eine Bordkanone. Ja, mach die Lampe noch an, damit wir ja auf uns aufmerksam machen. Vielleicht bedeuten die. Vielleicht ist das mit der Lampe auch sowas wie: Hey, wir haben viele Waren und Güter, bitte tötet uns! Wir sind aber gleich an den. Wir sind aber gleich an der schimmernden See. Das ist alles in Ordnung. Da ist ein. Streifenhai-Junges. Es ist ein junger Hai. In jungen Jahren. Ach, der ist wirklich klein. Das ist okay. Der ist ungefähr so groß wie das Boot. Tiefsee-Streifenhai. Das ist auch ein Schneiderschnabel. Okay. Haie haben keine Interesse an Booten. Das wissen wir doch alle. Haie sehen von unten nicht aus wie Robben. Obwohl ich mir da bei meinem Chef nicht so sicher bin. Aber... Es wird schon gut gehen. Kann ich jetzt übrigens meine Sextanten-Fähigkeit machen? Anscheinend nicht. Ja. Aber Schifffahren ist ja auch viel angenehmer. Ja, ich meine, guck dich das an. Die Opfergabe wird doch angezeigt, oder nicht? Daniel? Oder kam keine? Oder war keine? Eigentlich müsste alles ganz normal sein. Ich habe aber jetzt auch keine gesehen. Die letzte ist vom 13.11. Die letzte Opfergabe. Und sonst müsste sie zu sehen sein. Guck mal, da gibt es auf diesen kleinen Beiinseln gibt es Lagerhausvergewaltiger. Verwalter, Entschuldigung. Land ho! Land ho! Gleich siehst du so, wie von links einfach so ein riesiger Haps kommt von irgend so was Gefährlichem. Wie den Leviathan? Ich will nicht den Leviathan sehen. Ich will gar nichts. Das, das,
Seht ihr Oder das? zum Das Hunde Meer sieht ist er aus. kein gefährlicher Ort. Man muss vor nichts Angst haben. Ich werde nie wieder darunter gehen. Aber ich hoffe, dieses Land wird nicht von Piraten umzingelt. Und wir kommen jetzt und fahren einfach in irgendeine Seeblockade rein. Das wäre auch schön. Notfall einfach wegporten. Im Notfall einfach wegporten. Ja, das stimmt. Weiß nicht auch, was man so im Chat so liest. Einfach mal eine Geiselnahme oder ähnliches. Eine Geiselnahme wäre auch was Schönes. Ja. Ich meine, kommt, Grabwächter. Wolltet ihr nicht auch schon mal mit uns auf einen Bootstrip? Ich würde gerne Delfine sehen. Würdest gerne Delfine sehen. Ja. Achso, wir haben jetzt echt drei. Wir haben jetzt drei von den Dingern. Wir könnten theoretisch wirklich tauchen gehen nochmal. Aber das eine hält dann nicht mehr so lange, was du auf dem Rücken hast. Das musst du bedenken. Das hat nur eine bestimmte Zeit. Trotzdem ist Tauchen vielleicht eine Idee. Hier Ja, wir vor gehen der. ja kurz auf die Insel. Wir sollen erst auf die Insel und dann tauchen? Achso, vielleicht, wenn es da einen Portpunkt gibt oder sonst was, ne? Ja. Ja, ich glaube auch, wir sollten jetzt erst durchziehen, bevor wir jetzt hier anfangen zurückzuporten, weil wegen hier ist irgendwas Gefährliches im Wasser. Ich mag das, also Damit wir auch was erreicht haben. du guckst nach überall und das ist einfach nichts, das ist Horizont und Meer. Also ich kann die Insel sehen. Ich meine, und der Rest, die restlichen Ja. 270 Grad, oder wie viel die Insel ausmacht an dieser Stelle? Wehe, da ist so ein riesig fettes, ekelhaftes Piratenschiff, was einfach so. Wo einfach nur so. Die werfen keine Kanonen, die werfen einfach nur mit Robbenbabys und einfach und Haie fressen uns. Das heißt, Handelsreisen übers Meer sind jetzt auch möglich übrigens. Ich weiß zwar nicht, wie spannend die sind, aber das macht ja nichts. Wie gesagt, Opfergaben und dergleichen sollten funktionieren. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Naja, Entschuldigung. Handelssachen abgeben kann sehr langweilig sein. Das kann sehr langweilig sein, aber mit richtig guten Trucker-Geschichten. Ich weiß nicht. Ja. Oder so harten Seemannsgarn ist auch schön. Ja, so wie die Geschichte, die ich immer, die immer ganz witzig ist, von Usopp oder von Lysopp, je nachdem, wie man es gerade schaut. Mit der Geschichte von dem riesen Goldfisch? Das ist ein Questgeber auf der fucking Insel! Komplette Karte von ist entfernt. Wir haben das Land erreicht. Land ho! Außerdem, ich bin gestrandet. Bin zu niedrig vom Hey, oh, Level. Captain Ich hab Jake! gar keine Quest. Hahaha! Voll witzig. Du hast hier keine Quest? Nö, ich bin aber auch erst Level 34. Nicht Ich genug bin es nicht Piratenflaggen. wert. Jakes Whisky. Trinke den Schnaps, den Jake dir gegeben Wir hat. haben ein Problem. Oh, we will die forever! Fick Jo. Okay, Aufstand, ihr Zwergen! Ihr habt eine PvP-Niederlage errungenschaft. Gehalten. Uri, wolltest du dich verstecken? Wo spawnen wir denn? Auf der Insel. Aber hier bei der Nui-Priesterin, das ist okay. Und man verliert keine Erfahrung, ne? Beim PvP verliert man keine Erfahrung. Schön. Das ist Ach, eine Gott sei Dank. sehr wichtige Lektion. Nein, wir werden nicht Piraten. Ach, Pakt des Kapitäns. Wir sollten uns zusammentun. Ich gebe den mal auf, den Quest. Just for the reasons. Okay, wir haben diese Insel erreicht. Was gibt es auf dieser Insel? Es gibt Reliquienhändler gibt es hier drauf. Also es lohnt sich wahrscheinlich, diese Insel zu betreten. Aber vielleicht nicht mit Level 30. Aber wir sind hier hingekommen. Ich denke, wir sollten noch eine Runde Tauchen. tauchen gehen. Wenn wir schon mal hier sind.
Oh, Turbulenzen! Oh, ich muss es auch ausprobieren. Hallo. Jo, ich wollte auch mein Nitro nutzen, aber irgendwie. Oh, im Wasser ist das ja mega geil, wa? Ja. Das muss ich gleich nochmal machen. Aquafarm? Hier ist eine Aquafarm? Braucht man Ernsthaft? nicht erst unser... Wo siehst du eine Aquafarm? Das wurde mir angezeigt. Ich bin auf der Aquafarm. Das ist die Gegend, hast hier so, anscheinend. Ach, da hinten bist du. Fliegst du noch? Hab dich schon gesucht? Nein. Ich hab dich gesucht. Da hinten waren Delfine! Das ist cool, guck mal. Oh, Turbulenz. Oh, ich war nicht tief genug für die Bomben. Das war natürlich jetzt. Da sind fette Delfine! Ich hab sie bombardiert. Nein. Because of reason, Upili. Ah ja, guck mal da! Und Flipper ist auch dabei. Kann man denn hier unten Schönes sehen? Denk mal, Oh, du wärst auf cool. diese Insel geschwommen. Du öffnest ein Weltentor? Ja, ich hol mein Ach so, Schiff. fürs Schiff. Ja, sicher! Ich glaube, ich nenne das Schiff wirklich Thanatos. Das ist geil. Das ist ein geiler Name. Auch wenn das ein. Namen. Christian! Schön, dich zu sehen. Auch wenn das für so ein kleines Schiff natürlich ein Name ist. Thanatos. Wo da hinten? Wo? Die Insel? Lento? Oder die Delfine? Es ist noch nicht ganz aufgeladen. Es ist noch nicht ganz aufgeladen. Kannst du ja mal Guck mal. versuchen. Ich versuche mit ihnen zu kommunizieren. Hör auf. Da gibt es Kanonen drauf. Da gibt es eine Nubi-Priesterin drauf. Wir Autsch. werden sterben. Ich porte mal mein Boot weg, weil wegen nicht, dass das Damage kriegt. Thanatos darf gerne am Leben bleiben. Wir sollten wenigstens zur Nui-Statue gehen. Okay, das sind alles Piratenhände. Das ist. Warum gehört diese Insel den fucking Piraten? Was genau machen wir hier? Ich mache ein Portal auf nach Hause. Leck mich. Oder wollen wir schwimmen noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr es ist schon wieder nicht, weil ich völlig unvorbereitet hier reingehe. Wo ist denn, wo ist denn mein Chronometer? Ach, da ist mein Chronometer. Mein Zeitmesser. Ich habe hier keine Frame-Einbrüche. Bei mir ist im Moment alles sehr stabil, wenn ich das so sagen darf. Sehr, sehr, sehr stabil. Kann ich die Kanone nutzen? Auch nicht. Ich guck mal, was hier wirklich im Meer. Oh, ich liebe es, mit dem Gleiter zu fliegen. Das tut mir leid, das macht so viel Spaß. Und das hier sieht auch gut aus, wenn man diese Bomben macht, so kurz über dem Wasser, dass das so hochspranzt. Was ich wieder verkackt habe. A whole new world. Hier Lichtquallen. Okay. Oh, da hinten ist ein Hai. Okay, ich port weg. Ich mach den Rückruf nach Hause. Und ja, dieses kleine Abenteuer mit dem Boot soll es auch für heute gewesen sein. Oh, das sieht nice aus. Das war ein gutes Bild. Das soll es gewesen sein mit heute und dem Stream heute. Vielen Dank fürs dabei sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt ein bisschen Boot zu fahren. Ich weiß nicht, wenn ihr mehr Arcade sehen wollt, auch mal richtige Sachen, vielleicht auch mal ein PvP mit Level 50 oder so, dann sagt doch gerne Bescheid. Uns wird es Spaß machen, auch euch mit auf diese Reise zu nehmen. Oder ihr macht es vielleicht selber mit. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und Dankeschön für den Support, der kommt. Dankeschön für
euer Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sag ciao, Sayo. Sayo? Hallo. Ich Hallo. War kurz weg. Ach so. Sag einmal ciao, bitte. Ciao, ciao. Ciao. So, ich mach dich mal eben aus.